Aventurien im Travia des Jahres 1023 nach Bosparans Fall. Unlängst hatte Borberat, der halbgöttliche Sphärenschänder, Dämonenmeister und Alvaranier des verbotenen Wissens, die dritte Dämonenschlacht entfesselt und den Osten Aventuriens brutal unterworfen. Nachdem die zerrüttete Allianz des Mittelreichs Borberat durch einen glücklichen Vorstoß der Verzweiflung tatsächlich bezwingen konnte, war ein Großteil des Schadens bereits angerichtet. Der Dämonenmeister hatte den Osten Aventuriens in weiten Teilen verheert und dämonisch korrumpiert. Diese Regionen wurden bald darauf als die Schwarzen Lande bekannt. Seine sieben mächtigsten Diener, die Heptarchen, gründeten ihre verkommenen Reiche darauf. Die junge Baroness Rondraja von Falkenstein verlor mit der Invasion Land und Familie. Ihres Erbes beraubt, sorgte sie auf Geheiß des toburschen Herzogs dafür, dass regelmäßige Handelszüge mit Vorräten sicher Pirenefurten erreichten. An ihrer Seite war jüngst der ehrgeizige, Swaffni-Geweihte Aslaif Starkadson. Dieser stand, seitdem er vom toburschen Herzog Bernfried von Ehrenstein aus dem Fängen einer gestrandeten Dämonenarche gerettet wurde, in seinen Diensten. Jenseits der Schwarzen Sichel florierten indes die Geschäfte des Handelshauses Störrebrand. Dies nicht zuletzt aufgrund des brillanten Verhandlungsgeschicks des talentierten Magiers Answin Eboreus Corninger. Schon seit einiger Zeit wurde er von der waldelfischen Zauberweberin und Speerin Lorinde Sturmvogel begleitet, die aus Neugier, die Welt der Menschen kennenzulernen, ihre Sippe verließ. Alles sollte sich verändern, als das Schicksal unsere vier Helden in die wehrhafte Stadt Tralop führte. Und so beginnen wir.